Dieser erneute bärische Anlauf im Goldpreis, den wir aktuell sehen, der ist sehr, sehr spannend. Warum? Unsere Unterstützung, die wir im letzten Video beschrieben haben, die ist getriggert worden im letzten Abwärtsmove. Und wenn die schon einmal getriggert ist, dann könnte es sein, dass der nächste bearish Move die durchschießt. Und dann wird es richtig, richtig spannend. Aber nicht nur auf dem übergeordneten Stundenchart hier, sondern auch im kleinen, also im 5-Minuten-Chart. Das wird heute also auch ein Video voller Details. Deshalb bleibt unbedingt bis zum Ende dabei. Und ja, damit ihr alles erfahrt. Aber wie immer beginnen wir natürlich mit der Risikowarnung. Der Handel mit Finanzprodukten beinhaltet generell hohe Risiken für Ihr Kapital. Der CFD und der Forex-Handel beinhalten erhebliche Risiken und sind als hochspekulative Geschäfte anzusehen, die in Extremfällen Risiken bergen, die über den Totalverlust des eingesetzten Kapitals hinausgehen können. Die Nachschusspflicht besteht aber bei erstmal regulierten Brokern aktuell nicht mehr. Der CFD und der Forex-Handel können aufgrund ihrer Hebelwirkung durch wirtschaftliche und politische Entwicklung erhöhten Risiken unterliegen. Beim Einsatz dieser Instrumente muss man bewusst sehr hohe Risiken und sehr starke Ertrags-, Kurs-, Währungs- und Kontoschwankungen in Kauf nehmen, um langfristig die Chance auf ein sehr hohes Kapitalwachstum zu erhalten. Alle meine Videos, Folien und Texte stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich zu Ihrer Information und stellen in keinster Weise eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern spiegeln lediglich meine persönliche Meinung wider. Die vollständige Risikowarnung finden Sie unter www.tradersmind.de/Risikowarnung. Wir hatten das letzte Mal hier über die Marke von 1859 Dollar ungefähr gesprochen und hier sind wir dann auch im Zuge des letzten Abwärtsmoves am 4.6., also vor einigen Tagen, hingelaufen und haben diesen Bereich oder der Goldpreis hat diesen Bereich exakt getestet. Und das spricht natürlich mal wieder für die Relevanz dieser Zone, die ich euch in den Videos versuche zu vermitteln bzw. beschreibe. Ich meine, wenn ihr euch das mal im Detail anschaut, ja, hier der erste Move genau auf das 34er getracen und das ist ein bisschen rumgeschwebt, dann ist er ziemlich exakt hier auf die 1859 Dollar rauf, dann ist er wieder hochgelaufen, exakt wieder diese 1903 Dollar angelaufen, hier auch wieder die, also, kurz, lange Rede, kurzer Sinn, es ist so, diese Fibonacci-Traces oder diese Zonen, die ich euch hier nenne, die haben schon eine Relevanz. Also das ist jetzt nicht irgendwie was, was ich aus dem Hut zauber und dann mir in irgendeinem Zaubertrank zurecht braue. Ja, es geht wirklich darum, hier mit harten Fakten, also laut natürlich unserer Strategie oder meine Strategieansätzen, das Ganze nachzuvollziehen und das Ganze auch letztendlich hier planbar zu machen. Das ist das Wichtige, damit wir nicht hier in irgendeine Schwurbelei reinkommen, damit wir uns nicht mit irgendwelchen Fiskaldaten oder irgendwelchen Fundamentaldaten auseinandersetzen müssen, was ja immer mal wieder in bestimmten Kommentaren zur Sprache kommt. Das hat für mich einfach keine Relevanz. Ja, also es ist mir völlig egal, was irgendwo fundamental passiert, wenn es jetzt nichts Großes ist, wo ich den Markt wirklich mal aus dem Handel entfernen müsste. Aber ansonsten konzentrieren wir uns hier wirklich 100% auf die Charttechnik und ich denke, das ist ein sehr, sehr objektiver und in meinen Augen der etwas entspanntere Weg. Und wenn ich schon von Kommentaren spreche, dann gleich nochmal der Hinweis an euch. Ihr habt das letzte Mal fantastisch wieder gemacht. Also es war, könnt euch mal die Daten angucken vom letzten Video. Jede Menge Views, jede Menge Likes, jede Menge Kommentare. Es war wirklich ein Freudenfest. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Und wer das noch nicht gemacht hat, ja, wer noch keinen Kommentar, noch kein Like abgegeben hat, Leute, ihr könnt diese kostenfreien Videos ganz einfach unterstützen. Ihr müsst nichts anderes dafür tun, als ein Like dazulassen, beziehungsweise noch besser auch einen Kommentar dazulassen. Und wenn da nur steht, dieser Kommentar ist für den Algorithmus völlig egal. Hauptsache, es wird entsprechendes Interesse an dem Video gezeigt. Warum? Weil wir natürlich diesen Algorithmus der Social Medias ein bisschen aushebeln wollen, der das ganze Trading immer so ein bisschen unten hält. Also gibt es anderen auch die Chance, dass sie mehr von diesen Videos sehen oder vorgeschlagen bekommen, indem ihr hier mit Likes und Kommentaren euren kleinen Beitrag leistet, kostenfrei und mit wenig Mühe. Ja, und am besten lasst das Video auch einfach bis zum Schluss durchlaufen, auch wenn ihr eure Infos schon habt. Auch das ist sehr, sehr gut. Vielen Dank an dieser Stelle bereits vorab. Bleiben wir mal hier in dieser übergeordneten Situation. Ich hatte ja auch in den letzten Videos immer mal die Zone genannt zwischen ungefähr 1886 bis ungefähr 1897 Dollar als möglichen Unterstützungsbereich, wenn wir über die Marke von 1917 Dollar drüber klettern. Das hat er aber nicht gemacht, der Goldpreis. Deshalb
Bis jetzt hat das ja auch noch nicht getan und es sieht jetzt momentan auch nicht danach aus, als würde es jetzt in den nächsten Minuten und Stunden machen. Deshalb würde ich jetzt diesen Bereich einfach mal entfernen und sagen, okay, der interessiert uns jetzt nicht. Welcher mich immer noch interessiert oder welche beiden Bereiche mich immer noch interessieren, das ist und bleibt hier diese 1859-Dollar-Marke, die er, wie gesagt, das letzte Mal hier exakt getestet hat. Jetzt ist er wieder auf dem Weg nach unten und es ist so, naja, so ein bisschen erfahrungswert, wenn ihr es mal so nennen wollt. Ja? Wenn er einmal dieses 89er-Retrace mit dieser Alamo-Stellung getriggert hat, dann gibt es meistens, weil es ein Extrembereich ist, wenn er sich dort hält, wenn er also nicht gleich durchbricht, dann gibt es meistens eine ziemlich massive Gegenbewegung, das haben wir jetzt hier gesehen in diesem letzten Arm hier. Und wenn er dann aber erneut angreift, dann kommt es meistens zum Durchbruch. Also wer jetzt hier Goldbulle ist, der sollte sich meiner Meinung nach, oder ich würde mal sagen, man muss ja mal so ein bisschen herumschwurbeln, wenn man hier keine direkte Empfehlung gibt, ist ja klar. Ich würde zumindest auf diese Marke von 1859 Dollar auf jeden Fall Acht geben. Übrigens, wer jetzt sagt, naja, aber diese Marke, die wurde doch das letzte Mal durchbrochen. Nee, wurde sie nicht. Also wir haben bloß einen Spike drunter gesehen. Das ist das Entscheidende. Also ich will natürlich einen Schlusskurs drunter sehen. Das ist das Wichtige. Getriggert wurde das Ganze ja hier in der Nacht mit der 3 Uhr Stundenkerze am 4.6. Und hier kam es bloß zu einem Spike darunter. Wir haben keinen Schlusskurs darunter gesehen. Das ist der entscheidende Punkt. Und momentan, wie gesagt, sind wir ja so ein bisschen auf Angriffskurs. Mal sehen, ob er diesen Spurge-Momentum hält. Aber wenn wir diesmal einen Schlusskurs dann darunter sehen, dann ist das Ganze natürlich, sieht die ganze Sache natürlich schon ein bisschen anders aus. Heißt dann nicht, dass der Kurs wie ein Stein im Wasser hinuntersackt. Das müssen wir auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal festhalten. Okay? Das heißt erst einmal, dass dieses bullische Momentum auch übergeordnet dann, was wir ja schon im untergeordneten Timeframe schon besprochen hatten, dass also dieses bearische Momentum gewissermaßen ein bisschen weg war, dieses bullische Momentum gewissermaßen ein bisschen weg war, und diesen Fall hätten wir dann auch im Stundenchart, meiner Meinung nach. Und wenn ihr allgemein so ein bisschen mehr erfahren wollt über Trading-Strategien, über meine Art und Weise, diesen Markt zu sehen, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Ich habe euch für Trading völlig neu gedacht, meine kostenfreie Mini-Coaching-Serie mit einem Haufen Stunden Video-Content bereitgestellt. Wie gesagt, den Anmeldelink, den findet ihr in der Videobeschreibung. Ist alles kostenlos, nehmt es mit und zieht euch raus, was ihr nutzen könnt. Und dabei wünsche ich euch natürlich viel Spaß und gute Unterhaltung. Was man darüber hinaus ja auch nochmal in den Fokus rücken sollte, ist dieses Tick-Volume-Profile, worüber wir auch ich glaube, im vorletzten Video, vorvorletzten Video, also vor ein, zwei Videos ungefähr drüber gesprochen hatten. Hier hatte ich schon die ein oder andere Kursmarke genannt, die hier als mögliche Unterstützungszone gelten sollte. Das war zum einen hier der Bereich bei ungefähr 1865 Dollar, und dann hat er sich das letzte Mal auch kurz stabilisiert, aber dann sprachen wir auch darunter, dass direkt darunter bei ungefähr 1856 Dollar diese kleinste Low-Volume-Area hier gelauert hat. Und das ist ja meistens so ein Punkt, wo der Kurs einfach mal, also ich hatte gesagt, für die Swing-Trader ist sowas sehr, sehr interessant. Ja, dass er sich dort wieder stabilisiert und dann über diese größere Value-Area nochmal drüber kommt. Und genau das ist passiert. Wir sind hier in diese Low-Volume-Area reingetaucht, dann ist er hochgegangen, also schöner Swing-Trade für alle, die nach dieser Art und Weise traden möchten und das auch mögen. Und die nächsten Bereiche, wenn wir das jetzt hier mal im übergeordneten Rahmen anschauen, falls es jetzt hier noch weitere Abverkaufsgebiete geben sollte, dann wartet natürlich hier unser Bereich bei ungefähr 1815, 1814 Dollar wieder unter so einer Value Area, beziehungsweise hier wieder so eine kleine Gap-Geschichte hier bei ungefähr 1803 Dollar. Ja, ist der Stundenchart, über mehr würde ich jetzt einfach noch gar nicht sprechen. Ja, und falls diese bearische Thematik hier vom Tisch ist, dann rückt natürlich wieder diese Marke bei 1916,75 bzw. 1917, wenn wir es aufrunden, in den Fokus, und dann als nächstes die Marke von 1983,50 Dollar respektive aufgerundet 1984 Dollar. Das ist jetzt so dieser übergeordnete Status. Ja, da können wir uns ja immer relativ Zeit lassen. Und jetzt würde ich sagen, tauchen wir nochmal ab in die Details beziehungsweise in die kleineren Timeframes für alle, die das erste Mal dabei sind. Keine Angst, kleinerer Timeframe, 5-Minuten-Chart heißt jetzt nicht Daytrading oder Scalping. Sowas mache ich nicht, gefällt mir auch nicht, finde ich nicht langfristig sinnvoll oder habe ich auch keine Lust drauf. Wir gucken einfach uns nur die Details an. Okay, also viel Spaß dabei, bis gleich im 5-Minuten-Chart.
Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir hatten das letzte Mal noch über diese Marken hier gesprochen, bei ungefähr 1866, 1870 Dollar. Hier hatte er sich stabilisiert und ich sagte, Leute, passt auf, wenn es so massiv runtergeht. Ja, wir sahen ja hier diesen, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, ich hatte gesagt, wenn wir unter das 89er-Retracement hier bei ungefähr 1885 Dollar einfach so durchrauschen bis zum ersten Etappenziel ohne irgendeine Gegenbewegung, dann ist das meistens ein kurzfristiger Fail-Break. Ja, das heißt, es kommt dann nicht selten zu einer ordentlichen Gegenbewegung. Und dazu ist es dann letztendlich auch gekommen. Ja, der Kurs hat sich dann massiv wieder erholt und ist ja auch über diese Widerstandsbereiche bei ungefähr 1895 Dollar erst einmal drüber geklettert und konnte dann sich auch weiter behaupten. Aber was natürlich klar ist, unsere bullische Fibo-Phase, die wurde ja quasi zerhackt mit diesem Abwärtsmove und dadurch schauen wir natürlich jetzt nur noch nach bearischen Fibo-Phasen und hier kam es zu einem schönen, sauberen, zur Entstehungsphase einer schönen, sauberen Fibo-Phase. Wir hatten wieder die Impulsbewegung und dann ging es wieder A, B, C nach oben und dann jetzt in den letzten Stunden der Breakout durch die 1883,75 Dollar nach unten. Erstes Ziel hier bei zwischen 1000, also bei ungefähr 1881 Dollar schon erreicht. Nächste Etappe hier für die Bären wären in meinen Augen die 1870,26 Dollar beziehungsweise 1859 Dollar. Wir können es auch auf und abrunden hier, ne? Also 1870, 1859. Das wären so die nächsten Etappenziele. Nee, falsch, Entschuldigung, Entschuldigung, nicht 1859, sondern 1852,55 Dollar. Also alles so zwischen 1852 und 1853 Dollar. Das wäre der Bereich. Bitte entschuldigt den kleinen Fauxpas. Das ist aber, ja, das sind so die nächsten Etappenziele. Und falls wirklich dieses Momentum, dieses bearish Momentum hier einfach anhält, ja, dann orientieren wir uns weiter hier bei ungefähr 1824. Das wäre dann die nächste. Und alles andere schauen wir uns dann nächste Woche an, was passiert ist. Falls es jetzt nicht weiter nach unten geht, wir wollen uns ja immer in beide Richtungen gewissermaßen absichern, beziehungsweise wissen, wann dieses bearische Momentum höchstwahrscheinlich sein Ende finden wird oder falls wir dort erstmal ein bisschen an der Seitenlinie stehen bleiben. Momentan ist so dieser Bereich zwischen ungefähr 1886 und ungefähr 1887 Dollar. Das wäre so der Bereich, wo ich sagen würde, wenn wir hier ein Close drüber sehen, über dieser Zone, momentan, Stand jetzt, ja, dann stehen wir erstmal wieder auf der Seitenlinie und würden uns von dieser bärischen Thematik erst einmal verabschieden. So, ja, das ist der Stand X jetzt momentan hier am 10. Juni. Und denkt immer daran, bitte, wenn euch die Märkte aktuell so ein bisschen wahnsinnig machen. Es ist Sommer, es ist völlig normal. Mai ist meistens noch irgendwie halbwegs verträglich. Halbwegs. Ja, dann kommt Juni, Juli, August, manchmal sogar noch der September. Aber meistens so Juni, Juli, August. Unfassbar nervige Monate. Der Kurs oszilliert um die Trendkanäle, um die Trendfilter herum. Es ist meistens bloß riesige Seitwärtsphasen, schnelle Impulsbewegungen in die eine und in die andere Richtung. Also im Sommer muss man sehr, sehr noch disziplinierter traden als sonst, weil wenn man sich hier auf irgendwelche Spielchen einlässt, dann ist schnell Feierabend. Also passt auf jeden Fall hier im Sommer immer auf euch auf. Noch mehr als so schon in diesem Haifischbecken. Ja. Also denkt daran, Trading völlig neu gedacht. Die Beschreibung findet ihr, nicht die Beschreibung, sondern den Anmeldelink findet ihr in der Videobeschreibung. Ist kostenlos. Viel oder gute Unterhaltung dabei und denkt bitte daran, ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch eine erfolgreiche, schöne Handelswoche, restliche Handelswoche, ein angenehmes Wochenende. Ihr seid die besten Follower und ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin, alles Gute und tschüss, euer Peter.